Harms képviselő asszony következik 3 percben. Ja, meine Damen und Herren, ich glaube, dass es eigentlich in jedem Krieg so einen Moment gibt, in dem man, nachdem man lange schon stumpf geworden ist, aufgerüttelt wird durch Bilder und Berichte. Und ich glaube, dass die Berichte und die Bilder aus Aleppo uns eigentlich in eine Situation gebracht haben, in der wir das Laissez-faire und unsere eigene Ignoranz in Frage stellen müssen. Aleppo, das ist der Ort, den gerade Putin und Assad in die Hölle auf Erden verwandeln lassen. Ich fand das sehr bizarr, dass russische Medien davon gesprochen haben, dass Aleppo das Stalingrad Syriens geworden sei, in einer Situation, in der russische Truppen Aleppo in das Stalingrad Syriens verwandeln. Was ich in den letzten Tagen gefühlt habe, das war nicht nur immer wieder diese verfluchte Ohnmacht, sondern das war auch Wut über mich selber und über uns selber. Und zwar deshalb, weil ich glaube, dass wir nicht getäuscht worden sind von Russland und Putin, sondern dass wir uns in vollem Bewusstsein haben täuschen lassen. Wir wollten glauben, dass wir mit Putin den Weg stringent in Friedensverhandlungen gehen können. Wir wollten glauben, dass wir eine internationale Strategie mit Putin kreieren könnten gegen IS. Wollte sich der Westen wirklich selber täuschen? Ich glaube ja, und ich glaube, dass das spätestens mit dem Angriff auf den Hilfskonvoi auf der Vereinten Nationen, dass das spätestens mit dieser Situation vorbei ist, dass wir uns so selber täuschen dürfen. Ich glaube, dass es wirklich jetzt darum gehen muss, dass wir gegenüber Wladimir Putin klarmachen, dass diese Eskalation, für die er verantwortlich ist, dass die jeder Rückkehr zu normalen Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Russland im Wege stehen. Der Forderungskatalog, den die russische Seite nach dem in den USA beschlossen worden war, so kann das nicht mehr weitergehen. Der Forderungskatalog, den die russische Seite vorgelegt hat, auf dem Höhepunkt der eigenen Bombardierungen Aleppos, dieser Forderungskatalog, der darf überhaupt nicht angenommen werden. Die Europäische Union, und das muss auf dem Gipfel diskutiert werden, ja, die Europäische Union darf sich nicht ansatzweise auf eine Logik einlassen, in der die Ukraine und Aleppo verrechnet werden. Und die USA und Europa dürfen überhaupt keinen Gedanken daran verschwenden, dass man Russland Kompensationen für Sanktionen zahlen könnte. Wenn man sich auf die Logik dieses Kataloges einließe, würde man den Aggressor belohnen und würde ein gefährliches Prinzip etablieren, das es überhaupt nicht geben darf. Ich glaube, dass die Europäische Union bereit sein muss, ihr wirtschaftliches Gewicht in diesen Auseinandersetzungen konsequent einzusetzen. Ich glaube, dass man nicht reden darf über die Verringerung von Sanktionen, sondern dass man darüber reden muss, dass wir Sanktionen weiter brauchen werden und dass diese Sanktionen nicht nur gebraucht werden gegenüber Russland, sondern dass unsere neu etablierten Beziehungen zum Iran, dass unsere Beziehungen zu den Saudis, aber auch unsere Beziehungen zur Türkei unter diesem Aspekt diskutiert werden müssen. Diplomatie der Europäischen Union kann in diesen Situationen, die wir mit Russland und anderen in der Eskalation erleben, nur erfolgreich sein, wenn wir bereit sind, uns diese Diplomatie auch etwas kosten zu lassen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Eine blaue Karte von Herrn Sajusborski. Akzeptieren Sie sie? Ja, Frau Harms, ich teile Ihre Einschätzung. Frage. Wie schätzen Sie die Lage ein? Also, Sie schätzen sie ja gleich ein, aber Washington hat ja praktisch das Aleppo-Drama verurteilt und Frau Mogherini hat Herrn Lavrov informiert und hat ihn gebeten, Hilfe
aus humanitären Gründen zuzulassen für diejenigen, die von den Russen gleichzeitig bombardiert werden in Syrien. Also dass es da eine totale Deckung von zwei Dingen und das geht eigentlich gegen unsere Interessen. Ich bedauere das sehr, dass Federica Mogherini nicht hier ist, insbesondere wegen ihrer Vorschläge. Und niemand kann ja gegen humanitäre Hilfe für Aleppo sein. Aber seit der Bombardierung des Hilfskonvois der Vereinten Nationen, eines ersten Konvois, der nach Jahren in diese Stadt geschickt worden ist, ja, nach dieser Bombardierung muss man doch das Angebot für humanitäre Hilfe verbinden mit einem Konzept, auch die Situationen für diese humanitäre Hilfe zu schaffen. Und da fand ich die bisherigen Forderungen von Seiten des Rates und der Hohen Beauftragten, aber auch zum Beispiel von Seiten des deutschen Außenministers Steinmeiers, einfach weltfremd und naiv.